Eins, zwei, drei, servus, liebe Leute. Also, ihr habt ja im letzten Video schon erfahren, wie es so mit der Gesundheit von der Christa steht und dass wir so ein bisschen zurücktreten wollen. Sagen wir mal, normale Wanderungen im Bereich von bis zu maximal 30 Kilometern machen, damit wir quasi das alles, ja, damit wir uns in ein neues Standing bringen können, was das alles betrifft, damit wir das vielleicht auch besser unter Kontrolle kriegen. Und genau das machen wir, aber wir dürfen natürlich das Training nicht ganz vergessen, denn was haben wir noch auf der Liste? Den Megamarsch in 2 Wochen. Siehst du das? Den Megamarsch in Nürnberg, ne? Ja, und 50 Kilometer. Das sind halt 50 Kilometer. Aber nur 200 Höhenmeter. Ihr wisst ja, da haben wir uns entschieden, den auf jeden Fall noch mitzunehmen, egal was jetzt ist. Und entsprechend, ganz harmlos dürfen wir es jetzt auch nicht machen, deswegen haben wir heute einen 20 Kilometer Trip, ne, geplant. Ja. Wir machen uns das einfach, das ist einfach hier in Erlangen. Und ja, wir werden euch ein bisschen was über Erlangen erzählen und wir gehen auch in den Botanischen Garten rein. Und einen Kaffee trinken gehen wir. Ja, okay, wie immer halt, ne? Ja. So Leute, wir sind jetzt hier im Hafengebiet hier in Erlangen, also am Kanal, am Rhein-Main-Donau-Kanal. Und hier werden also so Binnenschiffe, die jetzt zum Beispiel Beton und so weiter transportieren, eben da wird entsprechend die Fracht verladen und deswegen gibt es da auch so relativ große Kräne. Ich schaue mal ganz schnell, ob ich den einfangen kann. So, meine Damen und Herren, wir sind jetzt hier am Kanal und wir haben ja, glaube ich, gestern mitbekommen, dass die liebe, wie heißt überhaupt der Kanal? Die Nicole Inspiration, die hat 55 Kilometer Burg Els Trail gemacht und mit 1500 Höhenmeter, mein Gott, Nicole, wie hast du das geschafft? Ja, krass, ne? Die hat dann auch in derselben Nacht noch gleich ein Short produziert über den Trip. Jetzt hat sie gerade noch eins hochgeladen. Also das ist das Einzige, was wir bis jetzt gesehen haben. Also tipptopp, liebe Nicole, ne? Wahnsinn. Und mit Spitzenleistung. Einem Elan. Jawohl. Was anderes, was wir noch gesehen haben, ist der Altbergbau-Hiking. Ja. Der Tobi, der hat sich mal wieder gemeldet. Und ja, dem geht es nicht so gut. Nee. Tobi, ich wünsche dir alles, wir wünschen dir alles Beste. Aber voll. Es werden wieder bessere Zeiten kommen. Weißt du, geteiltes Leid ist halbes Leid. Wir fühlen jetzt mit und vielleicht ja, bewirkt es ja irgendwas. Ich weiß ja, ne? Ja. Ja. Also machen können wir nicht viel, außer dir halt sagen, hey, komm, bleib stark. Ne? Ja. Es wird immer irgendwie einen Weg geben. Christa, guck dir mal das an. Hier sind 3 verschlammte Elektroroller, diese E-Roller da, ne? Die sind komplett verschlammt, die waren im Kanal mit Sicherheit und die wurden hier rausgefischt. Und Leute, schaut euch das an, was das für eine Scheiße ist, ne? Ich meine, diese ganze Geschichte hier, diese Lithium-Ionen-Batterien, die da drin sind und alles, ne? Das ist alles im Kanal drin, Leute. Das kann es nicht sein, oder? Also nicht nur, dass die, dass diese Dinger oft auch einfach im Weg stehen, der Christa. Mitten auf der Straße teilweise oder quer auf dem Gehsteig. Wo dann die Christa auch überhaupt keine Chance hat, irgendwie da auszuweichen. Ne? Mhm. Nicht nur das, sondern die Dinger, die landen auch einfach im Kanal. Also sowas ist absolut hässlich, wer sowas macht. Wirklich, ich verstehe es nicht. Auf wen ich auch stolz bin, also der Wandermann hat mit seiner Frau, mit der Sarah, in Stuttgart, glaube ich, den Mammutmarsch über 30 Kilometer gemacht. Also Sarah, Glückwunsch! Tipptopp, Sarah, tipptopp. So, und der Sanu, der ist ja, glaube ich, heute auf einer Community-Wanderung. Stimmt. Ich weiß nicht, vom Dr. Urbex oder was? Ja. Ich habe keine Ahnung, Leute, aber da sind wir auch schon sehr gespannt. Da trifft er sich wieder mit der Creme de la Creme der Wanderszene. Ja. Ne, mit sowas können wir natürlich nicht aufwarten. Ja. Ne? Aber da sind wir schon sehr gespannt aufs Video. Ne? Heia! Leute, schaut euch das hier an. Das ist das, was die Christa meint. Sowas geht nicht. Das gehört eigentlich verboten.
Die dürfen nicht hier abgestellt werden. Da kommt kein Mensch dran vorbei, Leute. Also das ist Wahnsinn. Nervt mich unfassbar. Und es nervt mich übrigens auch als Sehender, weil die Dinger mir einfach im Weg stehen, wenn ich da zum Beispiel mit 6,5 km/h da rumlaufe. Ne? Also wenn hier öfter so Laub auf dem Boden liegt, ne? Und es hat davor vielleicht geregnet und man rennt da mit 7 km/h rum, da habe ich immer Schiss. Ich meine, wir rennen nur 6 km/h, aber trotzdem habe ich immer Schiss, dass man da mal voll ausrutscht und irgendwie auf die Nase fällt. Ja, mit mir rutscht du nicht aus, Christa. Ist das schon mal jemand passiert von euch? Mit mir passiert es der Christa nicht. So, wir müssen hier rein, Christa. Z, jawohl. So, schauen wir weiter, ne? Ja. So, Leute, wir sind jetzt hier am, ja, dieses kleine Gewässer hier. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Das nennt man den Sparkassenweiher. Ich sehe es nicht. Ja, das sieht es nicht, okay. Auf alle Fälle, was wollte ich jetzt noch sagen hier? Der Nürnberger Megamarsch. Also wir freuen uns drauf, da die Eva zu treffen, den Franz und vielleicht auch die Melli und den Markus, weil ich habe gesehen, die haben ein Ticket gesucht. Und ich glaube, wer auch noch ein Ticket gesucht hat für den Nürnberger Megamarsch ist... Wolfgang, ne? Die Steffi und der Wolfgang, ganz genau, ja. Ja, liebe Leute, also wir stehen jetzt hier vor dem Erlanger Westbad. Das ist eins von zwei Freibädern hier in Erlangen. Und ich sage das deswegen, weil... Also ich gehe da jede Woche hin und da gibt es auch eine Schwimmhalle. Und da schwimme ich jede Woche mal einen Kilometer. Genau, sowas könnte ich übrigens nie einen Kilometer weit schwimmen. Das wäre der Wahnsinn für mich. Sag niemals nie. Also Leute, hier im Hintergrund seht ihr das Gebäude da. Das ist der Lange Johann. Das ist Bayerns größtes Wohngebäude. Und zwar nach wie vor. Der ist ja irgendwann in den 70ern gebaut worden. Und da sind halt einfach 400 Parteien drin und es ist nach wie vor Bayerns größtes Wohngebäude. Interessant, ne? So. Erlangen hat es halt zu bieten, solche Sachen, ne? Fantastisch. Ja. Naja, wir müssen ja auch ein wenig an Content hier drauf bringen, ne? Ja. Andere machen hier so Sensationswanderungen, weißt schon, mit dem Ding, mit dem, wie heißt der jetzt wieder? Der Sano, was macht der mit dem? Dr. Urbex, ne? Die Spezialwanderungen und so. Da müssen wir mit irgendwas aufwarten, ne? Und dann ist es halt der Lange Johann. Hier kommen wir jetzt auch ins historische Erlangen, in die Altstadt. Links von uns sind die letzten verbliebenen Reste der Erlanger Stadtmauer. Das nennt sich auch Saugraben dort. Und ja, da könnt ihr in unserem Erlangen A bis Z Video, falls euch sowas interessiert, könnt ihr euch das näher anschauen. Da laufen wir jetzt mal nicht vorbei. Genau, das hier ist jetzt die Altstädter Dreifaltigkeitskirche. Das ist auch genau die Kirche, die eingeweiht wird, wenn in Erlangen der Berg stattfindet. Also so ein, ist eigentlich Frankens größtes, größte Kirchweih, Sauffest, ne? Ja. Und ja, genau, diese Kirche, die ist 1706, ist die abgebrannt und 1721 hat man die neu aufgebaut. Also das Gebäude hier im Hintergrund, der Karzer, das war früher ein Wasserturm und dieser Wasserturm hat halt früher eben genau diesen botanischen Garten, den wir jetzt dann besuchen werden, mit Wasser versorgt. Aber gleichzeitig war das dann auch im späteren Verlauf ja so eine Art Gefängnis für Studenten, die die Regeln der Universität Erlangen nicht eingehalten haben. Also tatsächlich wurden da im zweiten Stockwerk Studenten eingesperrt. Und da findet man auch heute noch so Aufzeichnungen, die die damals gemacht haben in ihrem Frust halt. Ja, genau. Also wollte ich nur mal kurz bemerken, ist sicherlich bemerkenswertes historisches Gebäude. Leute, bei der Christa geht natürlich nichts ohne Kaffee. Ja. Ne? Das haben wir jetzt auch hier mal schnell auf dem Video festgehalten. Bevor wir jetzt in den Botanischen Garten gehen, gibt es noch schnell einen Kaffee. Und jetzt sind wir angekommen in dem Botanischen Garten in Erlangen. Und da zeigen wir euch jetzt halt einfach ein paar Eindrücke.
Wir hoffen, dass die Halle noch offen hat. Wir schauen gerade mal. Also es gibt hier ein Außengelände, aber es gibt auch eine Pflanzenhalle mit allen möglichen Pflanzen aus aller Welt. Da achtet auch, dass du mir schön hinterher läufst, ne? Dass man nicht an so einem Kaktus, ne? Und stecken, ne? Ja, also und so sind wir jetzt hier in dem Kakteenhaus hier. Da geht's für uns nur im Single Trail durch. Aber kalt es ist schon da, ein bisschen kalt ist hier drin, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ne? Hier ist jetzt schon deutlich wärmer. Das ja, sind halt hier. Auch, ja, es ist richtig schwül und nass. Das ist so richtig tropisch hier. Also hier haben wir jetzt Kaffee. Ja, hier wächst Kaffee, ja, genau. Jetzt gehen wir mal die Treppe hoch, Christa. Da müssen wir Single Trail machen. Und jetzt kommt hier A10. A10. Und nochmal A15. Ist ein bisschen kitschig. Jawohl, passt. Jetzt geht's geradeaus. Schaut aus wie so Pflastersteine. A20. Und A20 Steine. Und A25. Ich glaube, wer so botanisch begeistert ist und so von tropischen Pflanzen und so, da kann man, glaube ich, einen ganzen Tag drin verbringen. Wenn ja, aber man wird voll batschert nass. Man dann, wird, ne? Dabei auch richtig nass, weil das eben so ein tropisches Klima ist, was da drin gehalten wird. Aber es ist mega interessant gewesen. Also immer wieder besuchenswert, der Erlanger, der Botanische Garten in Erlangen, genau. Also auch die Außenanlage ist wirklich wunderschön. Da müssen wir allerdings Single Trail machen. Nicht, dass die Christa mir zur Seite, ne, in irgendeinen Tümpel reinfällt. Ne? Also hier in Erlangen haben wir natürlich auch ein Kino. Und zwar ist das CineStar. Da laufen wir jetzt gleich vorbei. Und da läuft ja zurzeit Alien Romulus. Ne? Und ich habe natürlich... Ich mag solche Filme, ne? Und ich habe da nachgeschaut, den Film gibt es tatsächlich mit Audiodeskription, ne? Aber liebe Leute, ich habe die Christa nicht dazu bekommen, mit mir in Alien Romulus zu gehen. Ach Quatsch. Und zwar deswegen, weil die Christa solche Filme nicht gerne anschaut, ne? Das schöne Alien, ne? Quatsch. Doch, ich nicht. Mensch, so einen wunderbaren Film. Ich geh halt selber neu. Ja, werde ich auch tun, weil der soll ja auch wirklich ganz gut sein, weil er halt zurückgeht auf Alien 1 und 2 und nicht so sehr, sage ich jetzt mal, Ausflüge macht, ne, in ganz andere Story-Gefilde. Ja, genau, aber schauen wir mal, ne? Ich werde den Film irgendwann mal, also ins Kino zu gehen, weiß ich nicht. Mit der Christa hätte ich es gemacht, aber jetzt einfach so ins Kino, das ist mir dann auch zu blöd, ne? Wenn er denn überhaupt noch läuft. Dann musst du halt warten. Ja, da muss man einfach warten. Den gibt es ja schon bei Amazon. Kann man den auch kaufen, aber das ist natürlich auch Quatsch. Ich gebe ja nicht irgendwie 12 Euro aus, um jetzt einmal Alien Romulus zu sehen. Nee, ah, nee, ja, nee. Das Kino wäre auch nicht viel billiger gewesen. Ich weiß, aber das wäre halt ein Erlebnis mit dir gewesen. Stimmt. Und mit Audiodeskription. Es hätte mich mega interessiert, wie das dann passiert oder wie das abläuft. Ne? Oh, guck mir mal. Und Popcorn. Und Cola, also genau kinomäßig, das wäre mal ein tolles Erlebnis gewesen. Hätte ich gern mit dir gemacht, aber du... Riech mal. Du magst ja kein Alien anschauen. Nö. Was ist denn da? Naja, da ist halt jetzt der Rathausplatz, da ist eine Bäckerei, ne? Aha. Und da vorne ist so ein Saigon-Imbiss, weiß ich nicht, ob die das sind, keine Ahnung. Ja, Leute, also weiter geht's, ne? Wir gehen jetzt zum Ohmplatz. Der Ohmplatz ist für mich ganz, ganz wichtig. Das ist ein Ort, wo ich wirklich sehr gerne Pause mache, egal welche Trips ich in Erlangen mache. Denn ich finde einfach, der ist wunderschön. Der hat genau die richtige Mischung auch an Menschenmengen. Denn am Ohmplatz ist es so, dass du nie ganz alleine bist, aber es sind jetzt auch nicht die Massen an Menschen am Ohmplatz. Das ist schon mal eins. Und dann ist es auch so eine Grünanlage, die ist grundsätzlich schön. Ja, also ich bin da sehr gerne und da gehen wir jetzt auch als nächstes hin. Denn da machen wir dann eine letzte Pause, bevor wir dann diesen Trip wieder beenden.
in Erlangen. Hier an der Seite, glaube ich, ist der gleich. Oder wir sind schon vorbei, ne? Oh ja, gerade. Also gerade eben sind wir auch an einem Laden von der Lebenshilfe vorbeigelaufen. Dort kann man also Produkte erwerben, die beeinträchtigte, körperlich beeinträchtigte und auch geistig beeinträchtigte Menschen halt anfertigen. Ne? Und die Christa hat da auch gearbeitet mal, ne? Ja. Weißt du, was da so alles gemacht wird? Also da gibt es für Kinder solche Bilderbücher aus Holz gefertigt. Ja. Yoshis. Mhm. Und da gibt es auch Humble-Männer, die heißen auch Yoshi. Die sind voll süß, auch aus Holz auch. Mhm. Ja, jetzt. Ja. Keine Ahnung, was ist noch. Ich glaube, klar, da hat sich ja auch wieder was geändert, ne? Weil die Christa ja eben jetzt nicht mehr dort arbeitet. Nee. Die Christa ist jetzt quasi im ersten Arbeitsmarkt angekommen, ne? Ja. Und arbeitet deswegen da nicht mehr. Aber ich gehe da immer wieder gern rein. Es sind sehr nette Leute, die Sachen da verkaufen. Das sind natürlich alles Ehrenamtliche. Und wenn man da etwas kauft, dann geht es halt zu 100% an die Lebenshilfe als Spende. Ne? Und deswegen sage ich euch, Leute, wenn ihr mal in Erlangen seid, ne, und bevor ihr da euer Geld irgendwie im Saturn oder Mediamarkt raushaut, ne, schaut halt einfach mal da rein. Ne? Denn da gibt es einfach viele sinnvolle Sachen, vielleicht auch als Geschenk für eure Liebsten. So, liebe Leute, wir sind jetzt hier am Ohmplatz. Das ist einer meiner Lieblingspausenplätze hier in Erlangen. Einfach, weil ich hier schon so viele, ja, weiß ich nicht, ich komme immer wieder hierher. Gerade wenn ich zum Beispiel die Mega-Challenge gemacht habe und da immer alleine 20 Kilometer unter der Woche gedreht habe, dann habe ich hier immer meine letzte Pause gemacht. Ja, und hier an dem Ohmplatz, ne, da gibt es hier so eine alte Bushaltestelle. Und jetzt mag die, also die wird auch nicht mehr bedient, ne, ist ja logisch, aber aus irgendwelchen Gründen. Ansonsten hat ja diese Stadt eine extreme Bauwut, ne, aber bisher hat man diese alte Bushaltestelle hinter mir, die hat man gelassen und die ist halt vergleichsweise selten, weil die so richtig komplett überdacht ist und so ein bisschen tiefer geht. Ne? Und immer, wenn ich im Winter da die Mega-Challenge oder so gemacht habe, dann habe ich ja immer so 20 Kilometer Tagespensum gehabt und dann hat man hier nach Kilometer 15 etwa, hat man sich da hinguckt, da reinguckt, ne, im Winter, selbst wenn es geschneit hat oder gestürmt hat, war das für mich immer so dieses Gefühl, das ist jetzt meine verdiente Pause und da kannst du dich halt bei jedem Wetter kurz reinhocken und dann eben den Endspurt machen, wunderbar. Also je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr komme ich zu dem Schluss, ich werde wahrscheinlich die Mega-Challenge in jedem Fall machen. Ja, zwar nicht wieder mit 1000 Kilometern, das waren ja damals Spendenaktionen, die ich da gemacht habe. Unter anderem auch für die Lebenshilfe. Sondern eben einfach, um als Trigger zu wirken. Ne? Das erleichtert mir einfach das Rauskommen im Winter, wenn ich weiß, hey geil, du gehst jetzt Januar bis Februar immer wieder mal raus und kriegst dann am Schluss auch wieder eine Medaille. Das ist irgendwie sowas, was es mir hilft. Ne? Was mir hilft, das dann zu bewerkstelligen und im Winter halt auch rauszugehen. So Leute, und damit sind wir jetzt dann auch schon wieder in Erlangenbruck. Wir haben jetzt die 20 Kilometer so langsam voll. Ja, hier in Erlangenbruck, da könnt ihr eigentlich nur sehen, wie, ja, wie Siemens halt Bruck in ein Betonwüste verwandelt hat. In so eine Art Betonwüste verwandelt hat, genau, ja. Und ansonsten haben wir jetzt eben die 20 Kilometer schon gut voll. Das entspricht ja genau das, was wir machen wollten. Die heutige Wanderung, das war ein bisschen unspektakulär, aber mein Gott, also der Botanische Garten in Erlangen ist auf jeden Fall eine Reise wert, solltet ihr mal nach Erlangen kommen. Und Fazit, mir ist nicht schlecht geworden heute. Ja, genau. Der Christa ist nicht schlecht geworden und die war heute auch richtig fit. Also ich habe mehr Pausen gebraucht als die Christa, passt auch, alles gut. Gute Vorzeichen für den Nürnberger Megamarsch. Mhm. Ja, und das haben wir ja schon erzählt, ne? Solltet ihr mal Servus sagen wollen, dann kommt einfach vorbei. Vielleicht haben wir auch eine Badebombe für euch, die Christa in Handarbeit herstellt. Genau. Und kommt einfach vorbei.
Wir beißen nicht. Wir schmeißen nur mit Badekugeln. Ja, genau. Alles klar, ne? Also, ja, unser nächstes Video wird eben wahrscheinlich auch vom Megamarsch in Nürnberg dann sein, ne? Also gut, Leute, dann 1, 2, 3, ade. Tschüss, nochmal. 1, 2, 3, ade.